Hallo und herzlich willkommen bei Thomas Kocht. Ich koche heute ein Gericht, was ich schon ewig einmal nachkochen wollte, nämlich das Ratatouille aus dem Film Ratatouille. Das Ganze ist nicht nur wunderschön anzuschauen, nein, es ist auch aromatisch, super schmackhaft, einfach wirklich ein Fest für die Sinne. Eines ist es allerdings nicht, es ist kein schnelles Gericht, aber glaubt mir bitte, die Mühe lohnt sich und man sollte es wirklich einmal nachgekocht haben. Viel Spaß bei dem Video. Das sind unsere wunderschönen Grundzutaten für unser Ratatouille. Es ist jetzt schon wirklich ein Fest für die Sinne, finde ich, von den Farben her. Schaut sich das einfach schon sehr schön an. So, wir fangen an und rösten unsere Paprika im Ofen. Die Paprika mache ich einfach auf einem feuerfesten Blech, Schale, was ihr gerade da habt. Wenn ihr keine Grillfunktion im Herd habt, nehmt einfach die höchste Stufe vom Ofen. Oder noch besser, wenn ihr einen richtigen Grill im Garten habt oder auf dem Balkon, könnt ihr die natürlich auch einfach grillen. So sehen meine Paprika jetzt aus. Dauert etwa eine Viertelstunde. Da packen wir jetzt einen Teller drauf oder einen Deckel und lassen die erstmal eine Viertelstunde schwitzen. Und dann lassen die sich super einfach schälen. So, zu dem Gemüse, was ihr eben gesehen habt, brauchen wir noch ein bisschen extra Gemüse, denn wir machen als allererstes mal eine richtig gute Tomatensauce. So, dafür brauchen wir Zwiebel. Ich habe hier eine große Gemüsezwiebel. Ich glaube, eine halbe reicht mir da. So, die schneiden wir erstmal klein. Müsst ihr nicht zu fein machen, denn das wird nachher sowieso alles püriert auch. So, die Tomatensauce fangen wir an mit einem guten Schuss Olivenöl. Da rein geben wir unser Gemüse. Dann geben wir ruhig gleich auch ein bisschen Salz drauf, denn wir wollen das Gemüse hier nur anschwitzen. Das heißt, es soll keine Farbe nehmen. Das Salz entzieht dem Gemüse gleich so ein bisschen Wasser. Und dann kann man das deutlich besser anschwitzen, ohne dass es Farbe bekommt. Also einfach auf mittlere Hitze runterstellen. Während wir das Gemüse anschwitzen, können wir die Paprika schälen. Das geht, wenn ihr die schön geröstet habt, geht das super einfach. Die Flüssigkeit, die hier rauskommt aus den Paprika, die heben wir auf in dem Fall. Die kommt mit in unsere Soße rein. Das geben wir alles durch ein Sieb gleich und dann kommt das mit in unsere leckere Tomatensauce. So, wenn wir das etwa 5 Minuten angeschwitzt haben, geben wir eine Dose gute Tomaten dazu. So, dann könnt ihr die Dose ruhig noch ein bisschen mit etwas Wasser ausspülen, mit dazugeben. So, dann geben wir auch etwas Pfeffer mit drauf. Und gleich ein paar frische Kräuter mit rein. Das ist das nächste Schöne an einem Ratatouille, frische Kräuter. Ihr könnt auch eine Mischung Kräuter der Provence, Trockenkräuter nehmen. Das ist natürlich wunderbar auch. Wenn ihr frische Kräuter da habt, das ist ein Oregano, nehme ich, ein bisschen frischen Basilikum, Rosmarin, einen schönen Thymian. Das mache ich alles ein bisschen klein und das kommt dann mit rein in die Soße. So, jetzt köcheln wir das Ganze nur noch 1-2 Minütchen. Und dann entweder mixen wir es oder wir geben es durch die Flotte Lotte. Müsst es auf jeden Fall so lange kochen, bis das Gemüse auch weich ist. Je nachdem, wie dick oder dünn ihr das geschnitten habt, dauert das ein bisschen länger oder geht eben schneller. In die Soße wandern jetzt auch noch unsere geschälten Paprika rein. Dieser Saft hier läuft dann noch aus dem Paprika selber raus. Und allein der ist schon so, so lecker. Also probiert das unbedingt aus, denn diese Paprika werden euer kulinarisches Leben auf jeden Fall bereichern.
So, dann habe ich hier noch den anderen Saft, der rausgelaufen ist. Alles mit rein. Alles Geschmack und dann pürieren wir das Ganze kurz auf. Ihr könnt von dieser Soße zum Beispiel auch gleich die doppelte Menge machen und dann entweder hebt ihr sie im Kühlschrank auf, hält sich locker, naja, 3 bis 5 Tage würde ich sagen, oder ihr friert sie ein und dann habt ihr eine großartige Pastasoße. Sehr, sehr, sehr gut. So, die Zucchini, beziehungsweise das ganze Gemüse schneiden wir schön in gleichmäßige Scheiben. Das könnt ihr mit dem Messer machen oder wenn ihr habt eine Mandoline. Ich persönlich ziehe bei sowas ja die Mandoline vor. Dann habt ihr alle Scheiben gleich. Diese Mandoline ist keine bezahlte Werbung. Ich liebe dieses Ding. Habe ich mir jetzt vor kurzem erst bestellt. Das ist eine japanische Mandoline. Habe ich unten verlinkt im Video. Halten ewig lange, sind nur wirklich echt gefährlich, weil die einfach brutal scharf sind. Deswegen zu Hause immer einen Schutz verwenden. So, die Aubergine mal wieder von Hand. Dafür ist meine Mandoline nämlich zu schmal. Um das Ganze zusammenzubauen, brauchen wir entweder eine Auflaufform oder eine Pfanne. Ich nehme hier eine Pfanne, die gleiche von eben, denn die ist wunderbar feuerfest. Da geben wir unten unsere Soße rein. So, ich habe jetzt hier noch etwa die Hälfte übrig. Entweder mache ich 2 Stücke raus oder ich hebe mir das eben auf für eine Tomatensauce. So, und dann schichten wir das Ganze einfach immer schön abwechselnd. Von den Zutaten her ist das tatsächlich ganz normal ein klassisches Ratatouille. Von der Zubereitung her nicht wirklich. Normalerweise schneidet man die Gemüse einfach in Würfel und gart sie zusammen in einer Kasserolle oder einfach einen Topf oder Pfanne. So, das würzen wir jetzt mit Salz. Dann Pfeffer drauf. Zum krönenden Abschluss habe ich mir jetzt hier noch ein Kräuteröl gemacht. Rosmarin, Thymian, ein wenig gehackter Knoblauch und ein bisschen schönes Olivenöl. Das geben wir jetzt hier noch drüber. Das gute Stück wandert jetzt in den Ofen. 140 Grad abgedeckt für etwa 2 Stunden und danach 180 Grad nochmal für eine halbe Stunde bis 45 Minuten. Wir garen das deswegen so langsam, weil es dann konfiert, wie man sagt. Es geht langsam, die Geschmäcker verbinden sich wunderbar und es macht wirklich einen großen Unterschied. Ein wenig Geduld lohnt sich hier. Alternativ könntet ihr das natürlich auch auf 180 Grad für etwa 60 Minuten backen. So, das geht jetzt mittlere Schiene in den Ofen, Ober-Unterhitze. Wenn ihr keinen Deckel habt dafür, kein Problem. Dann macht einfach ein Backpapier drauf und deckt das mit Alufolie ab. So, das Ganze war jetzt 2 Stunden im Ofen. Sieht noch nicht nach so viel aus, aber das Gemüse ist schön perfekt weich. Vor dem Anrichten müssen wir das jetzt nochmal bei 180 Grad nochmal für 45 Minuten ohne Deckel backen. Wir lassen das jetzt aber über Nacht nochmal im Kühlschrank und machen das erst morgen in den Ofen. Auch dann wieder 180 Grad, 45 Minuten.
So, ich lasse das Ganze jetzt mit Deckel abkühlen. Das ist mein Ratatouille am nächsten Tag. Das wandert jetzt nochmal für etwa 30 bis 45 Minuten in den Ofen, 180 Grad, Ober-Unterhitze. Und dann ist das ein wahrer Traum. So sieht das Ganze jetzt aus nach 45 Minuten. Ich gebe jetzt noch ein kleines bisschen frischen Basilikum oder Petersilie, könnt ihr auch nehmen, obendrauf. Und fertig ist dieses wundervolle Gericht. Jetzt wird es leider Zeit, dieses Meisterwerk zu zerstören. Am schönsten fände ich es, man stellt es einfach so auf den Tisch. Ich werde es jetzt aber ein bisschen anrichten hier. Es ist eine wunderbare Beilage, aber es passt auch ganz, ganz großartig tatsächlich einfach als Hauptgang. Wir haben es gestern zum Beispiel mit Polenta gegessen. Couscous passt wunderbar dazu. Dann habe ich hier noch einfach ein kleines Dressing gemacht mit Olivenöl, Balsamico-Essig und ein bisschen enthäuteter Tomate. Zeit zu probieren. Glaubt mir, dieses Ratatouille sieht nicht nur gut aus, es ist auch wirklich verdammt lecker. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich wie immer über einen Daumen hoch. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt, denn dann verpasst ihr keines meiner Videos mehr. Und schaut auch gerne mal auf meiner Instagram-Seite Thomas kocht vorbei, denn das Schöne da ist, ihr könnt eure Fotos mit mir teilen, indem ihr mich darin markiert. Und die schönsten Bilder von eurem Ratatouille werde ich mit euch in meiner Story teilen. Ich sage viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.